verkleid mich einfach. Oder verkleide, nicht verkleid. Verkleid vor allem. Na, wo bleibt er denn? Weiß gerade die ganze Zeit macht er die Welle mit seiner riesen Keule da. Er hat Keule gesagt, einfach so. Und jetzt kommt er nicht, oder was? Aber ist schon geil, was für ein Druck das Spiel aufbaut auf einen mit VR. Also mit VR ist es schon... Ich weiß nicht, wie das ist, dann normal zu spielen, aber in VR ist das schon... Huiuiui. Was ist denn da jetzt? Und vor allem, wo ist die Oma hin? Ist sie einfach weggerollt mit dem Rollstuhl, oder? Okay, gut zu wissen. Ich will nur gucken, ob das funktioniert. Ich höre ihn. Er kommt. Der Knight Rider. Ich hab gerade seine Fußtritte gehört. Mich würde das echt interessieren, ob der hier unten in diesen Startbereich nochmal reingeht. Oder? Was? Willst du mich verarschen? Wieso kommt der jetzt von unten? Was? Wie kommt der jetzt nach unten? Wie kommt der nach unten? Wie kommt der so schnell nach unten? Hat er sich jetzt geportet oder was? Oder habe ich irgendwas verpasst? Okay, wenn er unten ist, haben wir ein bisschen Zeit. Ja, bla bla. Hobby des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Oder müssen wir das Band mit der Oma nochmal mit dem Dings nochmal einlegen hier? Aber das hatten wir doch durchgespielt. So, hier war ja sonst nichts mehr, ne? Die Tür kommen wir nicht rein. So, da ist eine Flinte in dem Raum. Oma! Die Verschwörungsoma ist wieder am Start. Mach die Tür auf. Alter, wie kommt die Oma da rein? Wie kommt die Oma in diesen Raum? Ich sag doch, die Oma ist die ganze Verschwörung des Spiels. Ich schwöre. Der ist da, 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 der ist da. Ich schwöre, der kommt hier rein. Ich schwöre, der kommt hier rein. Ich schwöre. Okay, der geht weiter. Aber wie kommt die Oma da in den Raum rein? Kann die Oma uns das nicht sagen? Und vor allem, wie kommt er jetzt nach oben wieder so schnell? Ich verstehe das nicht. Er ist voll der Zauberkünstler wahrscheinlich. Ich traue mich gar nicht, die Tür zu öffnen. Da, ne, oder? Ich kann es gerade nicht beurteilen, wo der ist. Ja, da ist er. Da ist er. Geh weg! Du stinkst am Buggy! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Lass mich, geh weg! Nein, 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 lass mich, geh weg! Der hat irgendwie so eine
Der hat irgendwie so eine Farbrolle mit Nägeln dran. Alter, wie mies. Will er mit mir das nächste Zimmer streichen oder was? Der ist immer noch hier. Alter, wie komm. Geh weg. Geh weg. Weiß der, dass ich hier bin? Ich sehe dich! Fuck. Geh weg! Fuck, Alter! Fuck! Fuck, der geht mir auf den Sack! Der soll abhauen! Halt die Schnauze, du gehst mir auf den Sack. Mann. Wo ist mein kleiner Ethan? Der müsste jetzt so sagen, wo ist mein kleiner Flex? Würde ich mich mehr freuen. Freunde. Seid ihr noch da? Wo ist er? Ach, da oben steht er. Oh, wie der mich da gesehen hat, ich verstehe es nicht. Komm raus, wo auch immer du bist. Ja, ich habe keine Zeit für deinen Kappes. Problem ist, ich weiß auch nicht weiter momentan. Weil wenn ich den jetzt wieder erledige, dann steht er irgendwann wieder auf und dann rennt er wieder rum. Und dafür ist mir die Munition... Dafür ist mir die Munition viel zu schade. Ich komme! Schön! Wayne ist interessiert! Fuck, ich frage mich, wie der so schnell auch nach unten kommt. Aber wir müssen ja anscheinend... Wie sagt man so schön? Einmal Familie, immer Familie. Einmal Familie, immer Familie. Ah, warte mal. Wir haben doch dieses Dings, ne? Warte mal. Ah, Holzstab. Warte mal, das können wir doch hier nutzen. Das haben wir doch gelernt im Video. Tatsache. Jetzt fällt es mir gerade wie Schuppen vor den Augen. What, Sky? Was? Ach so, okay. Ist irgendwie ein Vogel. Ich habe einen Vogel, ich weiß, aber... Okay. Ach so, ich kann... oh Gott. Also mit der Spinne war einfacher. Da ist fast richtig. Hier. Wer baut diesen Mist? Ja, wer baut diesen Mist? Und vor allem... Oh Gott, der ist immer noch da. Oh nein. Schön. Ist ein Traum. Oh Gott, das ist nie gut, wenn das Spiel speichert. Das ist nie gut. Huch, da bin ich gerade ans Mikro gekommen. Entschuldigt bitte. Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, wie groß ist denn bitte das Anwesen? Von ihm, da ich ja weiß, dass der gerade hier noch rumläuft, habe ich so ein bisschen mehr Schiss. Alter. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Trophäenzimmer oder was? Da ist die Kiste, die können wir zerstören. Ich frage mich, ob wir immer noch in den Raum kommen, irgendwann, wo die Oma da sitzt mit der Schrotflinte. Da würde ich gerne... Oh, Pistolenmunition. Da würde ich gerne mal rein. Was? Psychotonikum? Finden Sie Objekte mit dem Psychotonikum, was ist das? Arzneimittel, das kurzfristig die Sinne schärft, wodurch sie Objekte einfach aufspüren können. Aha. Ach, guck mal, hier stehen jetzt die Aufgaben. Die drei Hundeköpfe bekommen und die Tür öffnen. Die Flinte bekommen, ja.
Und ich lasse das mit dem Tonikum nochmal. Ich will mal gerne. War ich nicht. Hängt sogar Knoblauch rum. Oh. Das hatte sich gerade so angehört, ob da jemand ins Zimmer gekommen wäre, während ich gerade den Kühlschrank öffnete. Das war... Okay, kriegen wir nicht offen. Ich würde da gerne rein. Ich bin gespannt, wann wir die ganzen Schlüssel finden dafür. Zauberhaft das Sofa hier. Zauberhaft. Und von ihnen das Klo. Das Klo. Das Klo. Bäh. Alter. Okay, ich pack mal wieder die Waffe aus. Ah, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Was war das gerade? Warum ist das hier so? Mist, ich hab kein... Wir brauchen unbedingt die Triche. Aber ich weiß nicht, wo wir die herbekommen. Oh, warte mal. Ein Zettelchen. Die Zeit nehme ich mir. So, hallo? Kann ich mit einem Bild... Kann ich ganz schlecht drauf erkennen, was es sein soll. Ich weiß es nicht. Kann ich das lesen? 14. Boah, ist es nah dran. 14. Juni. Mann und Ehefrau im Urlaub. Ein Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli. Drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August, obdachloser Mann, in 3 Tagen gewandelt. Er ist der 13. Okay. Wohnen hier Kinder? Mia, da steht Mia. Wohnen hier Kinder, da steht Mia, ganz groß. Und er fragt sich, ob sie hier Kinder wohnen. Die Zeit möchte ich mal haben, bei sowas. Ich glaube, ich habe da gerade was gehört. Das könnten all die Opfer sein. Ja, das könnte gut sein. So, warte. Ernsthaft? Boah. Boah, das ist mir jetzt gerade ein bisschen übel geworden. Boah, das ist eklig. Boah. Oh, eine antike Münze. Ich frage mich, wofür die antiken Münzen sind. Ist das irgendwann so ein Shop oder so, den man besuchen kann? Oh Gott. Allein wie der Türrahmen hier schon aussieht, ne? Oh nein. Oh nein. Ich will hier nicht sein. Ich lasse die Tür offen. Oh nein. Oh Gott. Hab ich nicht, ne? Ah, fuck, ich hab die alle im Dings drin. Nein! Alter! Wo kam der her? Den hat man ja gar nicht gesehen. Oh Gott, das wird so furchtbar. Oh Gott, das wird so fürchterlich.
Ich sehe überhaupt nichts. Ich könnte... Gut, dass ich meine guten Schuhe nicht angezogen habe, so wie der eine sagte. Ich könnte jetzt einen Speicherpunkt gut gebrauchen und... War nur ein Test. Und, wieso kann er auf einmal seine Hand wieder bewegen und alles? Und die Finger, wenn die nur angetackert worden ist. Du willst mir nicht erzählen, dass die ganzen Nerven wieder mit funktionieren? Okay. Freunde. Speichern wäre ganz lieb. Und vielleicht die Kiste, dass ich da mal drankommen würde. Oder könnte. Und ging ich durch den Gang. Und sah noch einen Gang. Und da ist wieder sonst so eine Skorpiontür. Ach, da... was ist denn? Oh, ein Grafikfehler. Okay, das ist die Tür wieder zum Flur, so wie das aussieht. Hier. Kann ich die nicht entriegeln von hier aus? Was ist das für eine bescheuerte Tür? Und warum sind da Skorpione drauf? Fragen über Fragen. Worauf man keine Antwort bekommt. Ja. Ich bin doch nicht bescheuert, ich gehe doch nicht in den Keller. Ich bin doch nicht bescheuert, ich gehe doch nicht in den Keller. Der Raum. Ah, ein Speicherraum. Jawohl. So, erstmal gucken. Pistolenmunition. Jo. Oh geil, hier fühle ich mich wieder heimisch. Warte mal. Ach scheiße, Ron Dietrich, ne? Fuck. Ein Zettel mit einer Notiz. Warte. Lieber... Was? Courtney. Die Arschlöcher suchen nach mir. Aber vielleicht gibt dir das die Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im... Im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den. Er ist der Schlüssel hier raus. Okay. Da stand auf der Rückseite noch was. Ja. Irgendwas stimmt... Was? Moment, ich muss mal eben so machen. So ist besser. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich muss an dem Mist liegen, den sie mir reinwürgen. Achso, muss an dem Mist liegen, den sie mir reinwürgen. Wenn ich schon draufgehen muss, will ich zumindest im Kampf untergehen. Ich werde mir die Flinte schnappen, die ich im Freizeitraum gesehen habe. Die werden noch bereuen, was sie mir angetan haben. Du musst hier rauskommen. Ich liebe dich, Courtney. In Liebe, Travis. Okay, also Courtney und Travis war auch so ein Pärchen, was hier gefangen worden ist oder war oder wie auch immer. Ob die es rausgeschafft haben, ich glaube ja nicht. So, jetzt mal gucken. Ja, Arznei. Ich nehme erstmal wieder so ein Arznei-Dingen mit oder beziehungsweise zwei Münze. Können wir wieder zurückschaffen. Pistolenmunition lassen wir drin. Was haben wir denn sonst noch? Was wollte ich denn sonst noch irgendwas? Chemikalien? Ach, hier kommen die. Kommen die Psychodonik. Die Psychodonikum. Die schmeiße ich auch mal raus. Hier, die Sachen können drin bleiben. Ja, lass mal. Nochmal mal ein Arzneimittel nehme ich schon mal. So. Dann haben wir jetzt geheilt. Und natürlich. Ganz klar. Speichern, Freunde. Natürlich speichern. Puh. Wir müssen ja noch einen Hundekopf müssen wir noch finden. Ein verdammter Hundekopf. Verdammt, ich muss doch in den Keller, ne? Ich will aber nicht in den Keller. Und die Hinweise auf dem Zettel waren nur dafür da, damit wir wissen, A, in dem Freizeitraum ist eine Flinte. Und B, dass wir den Hundekopf finden müssen im... Hat er jetzt gesagt Schlachtraum oder irgendwie Schlachtraum oder so. Wisst ihr, woran mich die Treppe erinnert? Auch aus dem ersten Resi. Da war auch hier so eine Tür mit dem Speicherraum und hier runter ging es dann auch. Ich glaube auch aus dem ersten Teil war das. Oh,
Oh Gott. Oh Gott, das wird so fürchterlich. Oh Gott. Oh Gott. Toll, das Spiel speichert. Super. Toll. Ja, hier fühle ich mich ja gleich wie zu Hause. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Ich glaube nicht, dass wir die Tür aufkriegen, aber ich probiere es mal. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Ich habe es mir gedacht. Da steht bestimmt hinter mir irgendwas, oder? Okay. Hey, cool, die Tür bleibt offen. Oder ist das wieder so eine gemeine Tür, die automatisch schließt, sobald man irgendwie eine Schwelle überschreitet? Oh Gott, ich hab... Boah. Ich hab die Befürchtung, jeden Moment kommt hier so ein Vieh. Da läuft doch irgendwas. Läuft doch irgendwas, oder? Hundertprozentig läuft da irgendwas. Boah, wie eklig diese Geräusche. Dieses Klatsche, Platschen und so. Boah, total eklig. Okay, hier ist ja gar nicht. Ich dachte, hier wäre ein Gang. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin noch so jung. Ich habe das Leben noch vor mir. Bitte. Oh, das ging aber schnell. Hat er was fallen lassen? Nee. Voll auf Loot-Suche so. Pistolenmunition. Flex, wir sind hier nicht im Survival-Game. Habe ich aber gleich schnell down gekriegt, ne? Hallo. Oh, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn den Arm abgeschossen. Kann das sein? Mein Akku ist alle. Scheiße, fuck. Fuck, mein Akku ist alle. Fuck. Das ist ja gar nicht gut. Vielleicht kann ich das gar nicht gebrauchen, dass ich das jetzt... Ich muss mal eben hier... Ich hoffe, der hält noch ein bisschen. Vor allem gerade jetzt, weiß ich, jetzt der Akku alle, jetzt! Kann ich hier mal eben die Tür schließen? Freunde, ich werde mal eben meinen Controller... Warte mal eben. Alter. Freunde, Hallöchen. Kann das sein? Kann das sein, dass ich die ganze Zeit spiele und ihr keinen Sound habt? Kann das gut möglich sein? Dann bin ich noch. Hallo. Kann das sein, dass ihr keinen Sound habt vom Spiel? Weil ich so schlau bin? Oder habt ihr Sound vom Spiel? Also hört ihr was? Vermute mal, ihr hört was, ne? Freunde, ich muss mal in den Controller wechseln. Wartet mal eben. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das mit. Ach, alles okay. Okay, super. Nee, ich dachte, ihr habt keinen Sound oder so. Warte mal eben. Was habt ihr Spielbereich? Ja, ich gebe dir gleich Spielbereich. Deine Mama ist aus dem Spielbereich. So. Achso, ihr habt Sound. Okay, alles okay, super. Hallo Schwalbe und hallo Jolle, hallo Zeus, hallo, wer alles da ist. Ich grüße euch herzlich, willkommen. Alter, 19 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig. Oh Gott, es ist so furchtbar, es ist so furchtbar. Ich hoffe, ich bleibe auch immer im Bild, das ist ja die Hauptsache. So, ich würde sagen,
weiter im Text, Mädels. Wo ist der Controller? Okay, mein Zimmer brennt auch noch nicht. So. Da wären wir wieder. Wie viel Schuss habe ich noch? Oh Gott, 16. Es wird Zeit, dass ich... Aber die sind relativ schnell down zu kriegen, ne? Was ich gemerkt habe. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk daran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3A und ein Handabdruck, okay. Ach, cool. Ist das ein Rätsel? Das ist bestimmt jetzt ein Rätsel, ne? Ich habe den ganz links eingesperrt. Okay, ganz links. Das heißt, der ist hier drin. Okay, schau nochmal eben. Bevor ich jetzt da dran gehe, schaue ich mir erstmal kurz um. Alter, es ist so arschdunkel. Ich sehe nichts. Was ist das hier? Kiespulver. Hey. Lecker. Sean. William. Handabdruck ist hier. So, das ist jetzt hier der... Travis. Verschlossen. Okay. Lara. Handabdruck. Und jetzt? Ah, okay. Die geben schon alle auf, bis auf der. Ich muss noch mal eben kurz den Zettel noch mal eben lesen, was da stand. Der Versuch, also fliegen wir übrigens oben ganz links eingesperrt, damit ich wieder abhaut. Hol ihn daraus, wenn er fertig ist. Du weißt, wie man die Tür öffnet, oder? Denk daran. 3A und ein Handabdruck. 3A. Was heißt jetzt 3A? Lara. William. Sean. Was ist hier? Hier kann ich gar nicht lesen. Entschuldigung. Hier kann ich gar nicht lesen. Ach, Tamara. Ach, hier. Wahrscheinlich hier 3A, ne? Im ich lass das mal offen. Hallo? Oh Gott, ich will da gar nicht reingucken. Oh Gott. Ich will da gar nicht reingucken. Alter, wie riesig der einfach ist! Alter, wie riesig der einfach ist! So, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! So, mach die scheiß Tür auf! Alter, mach die scheiß fucking Tür auf! Oh Gott! Alter! What the fuck, wie riesig er einfach ist. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das so rüberkam in 2D, aber Alter, in VR, wie groß er ist. Oh Gott. Schlüssel für, was? Zerlegungsraum. Aha. Ruhe da oben. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Oh, Freunde, wir brauchen Munition. Ich habe nämlich nur noch ein Messerchen und eine Kugel. Der Zerlegungsraum. Das klingt ja schon spannend. Ich meine, das war jetzt schon lustig. Habe ich noch ein... Ach, scheiße, ich habe keinen... Da ist meine Uhr. Oh Gott, wir haben keinen Heim... Kraut könnten wir mal wieder finden. Was ist das hier? Workshop. Aha. Kann ich hier meine Münzen einlösen? Das ist von der anderen Seite verschlossen. Toll. Super. Ganz toll. Bitte, liebe Entwickler, keine Spinnen. Ich hasse Spinnen. Oh nein. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, ist ja fürchterlich. Da gehe ich doch nicht rein. Warte mal. Oh Gott. Okay, ich gehe erstmal hier rein, bevor ich in den anderen Raum latsche. Munition? Kraut, Alter, geil.
Sehr geil. Was ist das hier? Karte des Verarbeitungsbereichs. Was?